Hallo, hier bin ich wieder. Euer Kochstar Kingsnight mit Herz. Bereitet euch wieder euer Game Over vor. Heute im Video Pasta alla Sottona. Was braucht ihr alles für eure Zubereitung? Mal wieder Zeit für ein neues Pasta-Gericht, hä, Leute? Jeder Vorbereitung, zwischendurch immer etwas trinken und Hände waschen nicht so gut. Stellt euren Topf mit heißem Wasser auf. Wird die Herdplatte angeschmissen, dann macht euren Topf auf die Herdplatte. Dann brauchen wir eine Prise Salsa. Wird die nächste Herdplatte angeschmissen, dann schmeißt eure Pfanne auf die Herdplatte. Dann geben wir etwas von unseren Speckwürfeln rein. Dann geben wir noch unser Hackepeter rein. Dann passiere ich meine Tomaten. Dann gebe ich meine Pastanudeln ins heiße Wasser. Dann kommt noch in meine Tomatensauce Tomatenmark, eine Prise Salz, eine Prise Pfeffer und frische Petersilie. Das kommt dann alles in meine Pfanne. Dann kommt noch ein bisschen Pastawasser hinzu. Dann brauche ich meine Eier, die werden direkt in die Schüssel geschlagen. Dann brauche ich noch ein drittes Ei von meinen Eiern. Dann reiben wir noch von unserem Parmesankäse. Parmesankäse gebe ich dann zu meinen Eiern. Das Ganze noch ein bisschen vermischt. Dann mache ich meine Nudeln in die Pfanne. Dann gebe ich das auch in die Pfanne hinzu. Das Ganze noch miteinander vermischt. Lege ich euch das Rezept auf den Tisch flach. Einfach, frisch, schnell und lecker und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch einen angenehmen Mittwoch. Euer Hobbykoch.